Es hat Liebe so viele Facetten. Die Liebe ist zuerst einmal himmelhoch jauchzend, dann wird es ein bisschen ruhiger, dann kommt eine Zeit, wo sie so selbstverständlich tiefer wird, inniger wird. Es endet so in Freundschaft, in einer wirklich tiefen Freundschaft, in einer Gemeinschaft. Ich möchte nicht munter werden, ohne ihn einmal kurz zu streicheln. Naja, mir hat es einmal gleich vom Anfang gefallen, insofern sie war so fürsorglich. Sie hat sich um alles gekümmert, sie hat jedem geholfen. Und diese Art der Lebenshaltung, also das hat mich wirklich beeindruckt. Und dann hat es mir natürlich gefallen, weil sie fesch war und sie hat zu meiner Größe gepasst. Ja, ist auch wichtig. Er kriegt, dass ich geschrumpft bin. Jetzt erst. Eigentlich war alles an ihm liebenswert. Nett zuvorkommen, höflich. Ja. Mehr als höflich sogar. Sessel schieben, Mantel helfen. Selbstverständlich. Wir sind 92 zusammengekommen, Ende 92 zusammengezogen, mehr oder weniger. Und glaube ich 98 dann geheiratet. Haben 98 geheiratet. Ein Busserl. Ein Busserl. Ich hab's nicht gehört. Aber ich schon. Ich schon. Mein Name, um mich vorwegzunehmen, ist Elfriede Netzall und wir leben seit einem Jahr in diesem Haus zum Leben. Mein Name ist Viktor Netzall. Wir feiern heuer unsere silberne Hochzeit und kennengelernt haben wir uns im Stadionbad. Da hatten wir, meine Frau, eine eigene Kabine, ich habe eine Kabine gehabt. Und mit Hilfe Freundinnen meiner Frau, die immer gesagt haben, schau, der ist eh allein, geh, tu ein bisschen was. Erstens einmal haben wir uns damals ja fast ständig gesehen, jeden Tag gesehen. Aber guten Morgen, Mittag, aus. Und es hat sich dann erst entwickelt, ich wurde geschieden zu dieser Zeit. Und war also dann allein? Ja, ich habe da gesagt, wenn du zu Weihnachten oder Neujahr allein bist, wenn du mit mir nach Altaussee fährst. Ja. Das war die Einladung. Und sie hat dann nach kurzem Zögern Ja gesagt. Vorher Ja gesagt, aber ein bisschen Zurückhaltung. Es hat dann begonnen natürlich, ja, also ich schlafe einmal bei dir, ich probiere das, aber ich brauche natürlich ein kleines Fach im Kasten für kleine Sachen, Nachthemd etc., also was man halt so braucht. Und im Laufe der Zeit hat sich es so ergeben, dass ich dann nur mehr ein Fach gehabt habe in der ganzen Wohnung. Das Wort verliebt kriegt ein bisschen andere Bedeutung. Aber es ist nicht viel anders wie anfangs. Ich für mich persönlich, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, dass wir im Großen und Ganzen uns so gut verstehen, in ganz allgemeinen Dingen, dass es dadurch zu keinen größeren Reibereien kommt. Und wichtig ist, dass einer den anderen so nimmt, wie er ist. Wichtig ist auch, dass man gemeinsam lachen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, weil man muss ein bisschen versuchen, das alles, ich will nicht immer sagen, dieses alles positiv sehen, schon, aber ein bisschen, ich will ja weiterleben, ich will ja noch ein Leben genießen. Und so ist es eigentlich und ich habe es bis heute nicht bereut. Ich bin froh, dass ich meine Elfe habe.
Ich liebe ihn, auch wenn ich grantig bin und böse auf ihn. Will noch eins. Noch eines, na, da haben wir es. Aber das ist genug für heute. Für heute? Dafür Vormittag.